Hallo Menschen, ich habe neue Haare und komme damit noch nicht zurecht, aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern um erste Sätze in Büchern. Schöne Sätze oder interessante Sätze, und in Vorbereitung auf dieses Video ist mir aufgefallen, dass unglaublich viele erste Sätze, die einen ja eigentlich in die Geschichte hineinreißen sollen, ziemlich banal oder nichtssagend sind. Aber ich habe trotzdem ein paar gefunden, die interessant sind, und dann wird es hoffentlich auch einmal ein nicht so langes Video. Nummer 1. Das ist aus dem Buch Die Listensammlerin und ist eines der Sätze, die ich auch für sich genommen schon interessant finde. Und zwar lautet der: Man gewöhnt sich an alles, auch an die Angst. Und als nächstes kommt ein Klassiker, der aber eher in Verbindung mit dem Inhalt unangenehm wird. Und zwar Lolita. Ich denke, die meisten von euch kennen es, und der erste Satz lautet: Lolita, Licht meines Lebens, Feuer meiner Lenden. Und wie gesagt, das ist halt vor allem in Verbindung mit dem Wissen, dass da ein alter Mann darüber schreibt, wie er ein junges Mädchen sexuell anregend findet. Etwas unangenehm, aber großartig. Übrigens, falls ihr das nicht gelesen habt, das ist ein literarisch sehr, sehr gutes Werk. Lohnt sich wirklich. Als nächstes, ein Klassiker der deutschen modernen Literatur. Wir scheitern immer schöner aus. Ich habe die Unschuld kotzen sehen, Nummer 2. Und es ist eine tiefe Erkenntnis des Menschseins. Der Mensch an sich ist Nichtswisser und Vielbehaupter. Punkt. Jetzt kommt mal so ein Beispiel, wo der erste Satz einfach nur interessant wird in Verbindung mit dem Buch. Der Titel heißt Agnes. Und der erste Satz lautet: Agnes ist tot. Das hat irgendwie was. Also da muss ich zugeben, das ist ein guter Anfang, der mich auch wirklich in die Geschichte reinzieht, wo man sich fragt, okay, das Buch geht um Agnes und sie ist tot. Interessant. So, als nächstes, eins meiner absoluten Lieblingsbücher, was furchtbar und grausam, aber deswegen großartig ist: Vergeltung von Gerd Ledig. Und der erste Satz ist auch so einer, der vor allem in Verbindung mit dem ersten Abschnitt sinnig wird. Und zwar lautet der: Ganz sanft, möchte man sagen, lasset die Kindlein zu mir kommen. Und es wird deswegen so schlimm, weil im nächsten Abschnitt beschrieben wird, wie bei einem Bombenangriff Babyleichen durch die Gegend fliegen. Ja. Hier haben wir ein Beispiel dafür, wie ein Satz für sich genommen wieder interessant wird. Und zwar aus Nichts, was man fürchten müsste. Der erste Satz lautet: Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn. Hat was. Als nächstes, Drüberleben von Katrin Wesling. Depressionen sind doch kein Grund, traurig zu sein, wo sie den Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik beschreibt. Und der erste Satz beschreibt einfach ihre Gedanken von sich selbst so perfekt und lautet: Ich bin ein menschlicher Verkehrsunfall. Und hier haben wir wieder ein Beispiel dafür, dass in einem Buch, was Das Lachen und der Tod heißt, der erste Satz lautet: Es war mir oft aufgefallen, wie hässlich Menschen werden, wenn sie lauthals lachen. Und das Schöne ist auch, dass der Ich-Erzähler eben Komiker ist. Und gerade von ihm kommen solche Gedanken. Das gefällt mir sehr gut. So, und auch in Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war von Joachim Meyerhoff ist der erste Satz eher interessant, wenn man die Umstände kennt, in denen der junge Ich-Erzähler eben aufwächst. Es ist ein Kind, was auf dem Gelände einer psychiatrischen Klinik aufwächst, weil sein Vater eben der Klinikdirektor ist. Und der erste Satz lautet so ganz lapidar, ganz unbesonders: Mein erster Toter war ein Rentner. Gefällt mir gut. Als vorletztes das Parfüm, beziehungsweise wahrscheinlich das Parfum, denn es sind ja keine Ü-Strichchen drauf, von Patrick Süskind. Und der erste Satz bringt einfach den Protagonisten schon in so ein wunderbares Umfeld und lautet: Im 18. Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann, der zu den genialsten und abscheulichsten Gestalten dieser an genialen und abscheulichen Gestalten nicht armen Epoche gehörte. Gefällt mir gut. Und als letztes haben wir noch Orkus von Gerhard Roth. Das ist ein erster Satz, der wie für mich gemacht ist. Lautet: Solange ich denken kann, zog mich das Unglück an. Der Tod, der Selbstmord, das Verbrechen, der Hass, der Wahnsinn. Und ich muss zugeben, damit hat er mich schon voll gefangen. Es ist genau mein Ding, also Literatur, die ein bisschen düsterer, ein bisschen schwerer ist. Da bin ich voll dabei. So,
das war es eigentlich auch schon. Wie gesagt, ich war etwas überrascht, wie viele Buchanfänge eigentlich ganz nichtssagend sind, wo man wahrscheinlich eher über den Klappentext oder über Kenntnis vom Autor zu dem Buch kommt und weniger, weil eben der erste Satz so unglaublich gefangen nimmt. Vielleicht fallen euch ja so beim ersten Überlegen schon ein paar Buchanfänge ein, die für euch eindrücklich waren, wo ich gesagt habe, das ist was für mich, weil meistens ist es bei mir dann doch nicht so der erste Satz, der mich gefangen nimmt. Aber vielleicht ist es ja bei euch anders. Ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass mich mehrere begeistern, so im Nachhinein. Aber dann haben wir eben endlich mal ein kurzes Video. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir was, ob euch so etwas wichtig ist oder auch nicht. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss!